Kuai Liang hatte mich als Shirai Wayu akzeptiert, doch viele seiner Krieger konnten das nicht. Das Blutbad auf der Hochzeit ließ viele verletzt und gezeichnet zurück. In ihren Herzen brodelte Verbitterung. Eines Tages, während meines Trainings, kochte sie über. Aus einer Übung wurde plötzlich ein Kampf um mein Leben. Kuai Liang griff ein und verbannte die Unruhestifter. Ich hielt es nicht aus, wie meine Anwesenheit den Clan zerrüttete. So konnte ich Kuai Liangs Gnade nicht gerecht werden. Ich bot meinen Rücktritt an und bat darum, meine Angreifer zurückzuholen. Doch anstatt meine Zeit bei den Shirai Ryu zu beenden, läutete meine Tat einen Neuanfang ein. Jene, denen ich missfiel, hielten nun inne und gaben mir eine faire Chance, mich zu beweisen. Angesichts der Umstände ist das alles, was ich wollte.